Der Titel «Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung» wird eingeblendet. Man sieht das verschwommene Bild eines Mannes am Piano. Die Kamera fährt auf den Mann zu, das Bild wird scharf. Der Mann am Piano wird als Alexander Wiesmann vorgestellt. Ich bin blind, aber für mich ist es natürlich so, ich einfach eine andere Wahrnehmung. Er verlor bei einem Militärunfall sein Augenlicht und arbeitet heute an der Blindenschule als Musiklehrer. Ich habe dann zumal gedacht, ich sei nicht gleich viel wert wie jemand, der keine Behinderung hat. Und dann habe ich einfach gemerkt, das System verhält nichts mehr. Und da habe ich dann eigentlich die Identität gefunden, als sehbehindert, stark sehbehinderter, blinder Mensch. Und von dort weg konnte ich eigentlich alles machen. Es ist dann nur aufwärts gegangen für mich. Wiesmann und sein Schüler Lucius sitzen vis-à-vis voneinander und spielen ein Duett. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hört den beiden zu. Ich bin in die Klavierstunde hineingekommen, habe zwei Menschen gesehen, Musik machen. Ein junger Schüler, hochbegabt, mit seinem Lehrer, der zusammen improvisiert. Ich habe eigentlich nur die Musik wahrgenommen, Menschen wahrgenommen, die Musik machen. Und erst nachher daran gedacht, ah ja, die sind beide blind, die haben eine Behinderung. Simonetta Sommaruga und Alexander Wiesmann sitzen an einem Tisch und diskutieren. Die Bundespräsidentin setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen möglichst überall dabei sein können. Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz haben wir einen Auftrag, einen gesetzlichen Auftrag. Und ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr im Parlament mehr Geld beantragt für die SBB, damit sie die Massnahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes schneller umsetzen können. Ich glaube, das sind letztlich kleine, aber ganz wichtige Sachen. Und da möchte ich auch einen Beitrag leisten. Und an diesem Tag werden wir uns bewusst, die Politik hat da wirklich auch einen Auftrag. Mit seinem Handy scannt Alexander Wiesmann einen Text. Das Handy liest ihm vor, was gescannt wurde. Wenn du eine Büchse hast mit der Ärzte drin und dann tust du sie auf und dann ist die Porsche drin, also wie sagt man, Kichererbsen, dann denkst du, oh nein. Ein Blindenhundegeschirr liegt auf dem Boden. Der Pianist greift danach und zieht es seinem Hund an. Schlussendlich denkt es mir, ja, wir müssen aufeinander zugehen irgendwo durch. Weißt, wir müssen mehr miteinander in Austausch kommen. Und das ist ja das eine Problem, das die Technik ein bisschen gemacht hat, dass man viel einsamer ist. Oder? Jetzt noch mit Homeoffice triffst du einfach gar niemanden mehr. Und was wichtig, also für mich ist einfach der persönliche Kontakt ist etwas so Wichtiges. Und das tut alle Probleme aus dem Weg rum. Geführt von seinem Blindenhund verlässt Alexander Wiesmann die Blindenschule.